stürmen das Revier. Ich hab ein paar Kugeln für euch Pisser reserviert. Nur ein falsches Wort und die Scheiße eskaliert. Ja. So, gehen wir rüber zu Dudi. Thema Dudi und Amar ist irgendwie eine never-ending Love-Story. Amar hat schon mehrmals seinen Standpunkt klargemacht. Es wurde hier Sachen gedroppt, es wurden Sachen gesagt. Amar ist eigentlich bereit. Dudi hat natürlich auch große Reden geschwungen und hat natürlich erklärt, dass er bereit ist für den Kampf, sogar auf Straße, bla bla bla. Jetzt plötzlich gibt es einen Stream-Ausschnitt von ihm, wie er plötzlich sagt, er kämpft nicht mehr. Also zumindest nicht mehr bei AAA. Und AAA sind ja diejenigen, die ihn ja auch eine Bühne gegeben haben, ihn auch kämpfen lassen haben. Und ja, schauen wir mal jetzt ganz kurz rein und danach sehen wir uns die Antwort von Amar an. Da ist Amar natürlich leicht wütend geworden, ne? Weil so ein Wohnungsbrand ist, Wohnungsbrand, so ein Brand vor der Haustür genau oben im Hausflur ist kein Spaß. Deswegen breche ich meine Vorbereitung ab und fliege nach Berlin zurück. Könnt ihr bitte 100.000 Likes machen? Ich habe auch, will auch. Ah, okay. Das ist jetzt ein Thema, wo ich jetzt nicht angesprochen habe, aber das sagt er hier gerade auch selber. Bei dem Vater von Dudi wurde irgendwie Feuer gelegt vor der Tür, irgendwas, und das ist natürlich sehr, sehr ekelhaft. Wer dafür verantwortlich ist, muss zur Rechenschaft gezogen werden, weil das ist wirklich einer der ekligsten Sachen, die man machen kann. Möge Allah Dudis Vater beschützen weiterhin. Alhamdulillah ist da nichts passiert. Bei allen Problemen, die ich jetzt mit Dudi habe oder auch die der Amar mit ihm hat, das ist alles Internet-Beef. Das ist eine Sache. Aber wenn man auf die Familie geht und dann noch mit Feuer, da hört der Spaß auf, da hört alles auf. Ja? Möge Allah Dudis Familie beschützen, möge Allah auch eure Familien beschützen, liebe Friends. Ne, auf jeden Fall wurde da irgendwie Feuer gelegt. Man weiß es jetzt, ich weiß es jetzt nicht, ob das jetzt ein gezielter Brandanschlag war. Anscheinend wurden die Wohnungen verwechselt von Dudi und seinem Vater. Und ja, jetzt sagt er selber, dass er natürlich in Spanien seine Vorbereitung abbricht und nach Deutschland zurückkehrt. Finde ich auch gut, dass er das macht, ne, weil jetzt der Vater ist natürlich, geht vor. Sweet Phil One schreibt, das war nur ein Kinderstreich mit Kacke in Tüte, damit er das austritt. Das hat mit Beef gar nichts zu tun. Er wollte nur Ausreden finden. Ich küsse dein Herz. Das sind diese Ami-Filme, ne? Da schellen die an, da ist so, brennen die was an, da ist so Kacke drin, dann trittst du drauf. Wenn du Socken so anhast, dann hast du Socken voller Scheiße. Ja, aber ich habe Aufnahmen gesehen vor der Tür von Dudis Vater. Das sah schon ein bisschen dramatischer aus. Und das ist wirklich kein Spaß. Bei Feuer, ich sage euch eine Sache, es gab es hier einen berühmten Fall bei uns, was heißt berühmt, da war ein Konflikt zwischen zwei Landsleuten, also mehrere gegen mehrere, ne? Jetzt auch egal, ich will jetzt die Politikthema nicht aufmachen, aber da wurden halt Molotow-Cocktails geschmissen, ja, und diejenigen, die das geschmissen haben, haben jeweils 15 Jahre bekommen, obwohl niemand zu Schaden gekommen ist, ja, überlegt mal, 15 Jahre, weil er einen Molotow-Cocktail geschmissen hat. Natürlich könnte man jetzt in erster Linie sagen, hä? Ist doch nur ein bisschen so ein Molotow-Cocktail, ist doch nur ein bisschen Feuer. 15 Jahre. Ich finde die Strafe auch sehr lang, muss man sagen. Ist lebenslang, ne? Deutsche 15 Jahre ist lebenslang in Deutschland, ja? Aber die Richter argumentieren das natürlich so. Das ist ein Haus. Hier leben zum Beispiel eine Familie, zweite Familie, dritte Familie, vierte Familie. Sagen wir grob jetzt 5 Leute pro Wohnung. Sagen wir mal, bei 4 Wohnungen sind das 20 Leute. Das ist versuchter Mord auf 20 Menschen. So müsst ihr das sehen. Weil dieses Feuer kann die alle sofort töten. Die können ersticken, die können alles. Und deswegen haben die auch, der Strafmaß wurde dann auch so hochgesetzt. Ja? Und das mit Feuer, das ist kein Spaß. Also das ist wirklich, Das ist heftig. Selbst wenn du denkst, boah, ich mach mal kurz Feuer, bisschen den Angst machen. Lass die Finger von der. Dann ab 100.000 Likes etwas wegen der Veranstaltung sagen. Wegen der Boxveranstaltung.
gegen die jetzt im Dezember bei AAA stattfindet. Macht bitte 100.000 Likes. Es gibt... Taha Dortmund kommentiert, hier bei uns ein Bekannter hat seinen Waffelladen angezündet, da darüber Wohnungen nichts passiert, trotzdem 14 Jahre. Ja, siehst du? Bruder, das ist kein Spaß. Auch die Leute, die denken, die wären schlau und zünden ihren eigenen Laden an wegen Versicherungsbetrug. Mann, die kriegen das raus. Die wissen genau, die können sogar rausfinden, von wo, obwohl alles in Schutt und Asche ist, die können rausfinden, wo das Feuer gelegt worden ist. So krass sind die drauf. Neuigkeiten, die ich euch sagen will, oder beziehungsweise Informationen, die solltet ihr wissen. Und ich hoffe, ihr macht auch Screen Recording und postet das überall, schickt das denen und so weiter und so fort. Meine Boxvorbereitung, Leute, meine Boxvorbereitung. Ich mache ja dieses TikTok-Boxen. Hau einmal um. Albus, Albus. Habiba Albus. Ich küsse dein Herz, Bruder. Dein Plus ist auch weg, Bruder. Ganz kurz, Papa Kalle schickt mir, hier ich bin, hier sind so viele Beleidigungen auf Arabisch, ich bin der Wahre. Ich weiß, Wallah Bruder, was soll ich dir sagen, was soll ich dir sagen? Albus, dein Plus ist weg. Oh, Albus ist privat, Alter, falls Albus uns mal hilft, Dankeschön, ja. Mhm. Falls Albus uns mal hilft, kann Albus keine Geschenke bekommen. Leute, bitte 100.000 Likes, dann erzähle ich euch, was ich heute, was ich entschieden habe. Falls die Leute nicht denken, ne? Sorry, Freunde, ich spule das mal ein bisschen vor, weil ich kann jetzt nicht das abwarten, bis der da 100.000 Likes erreicht, Digga. Ich küsse euer Herz, Digga. Falls die Leute nicht denken, die mache ich die Tage. Ja, ich brauche zwei Frauen noch und einen Mann. Ich habe Talium, ich habe Aslan. Einen suche ich mir noch aus, aber das will ich auch mit den Modis entscheiden, ne? Mit dem Mun. Aber... ich möchte euch sagen, wo ich mit ihm kämpfen werde, was mein Wunsch ist oder was mein Plan ist. Weil der ist ein bisschen anders, als was das gepostet wird. Deswegen macht bitte 100.000 Likes. Wir haben, sag den, boah, ich muss gerade ein bisschen reden. Das ist ein bisschen, nicht so synchron, ne? Ist du jetzt nicht? Ich muss gerade reden, ich werde gleich essen. Boah, das schmeckt. Ey, ich fick doch so eine Scheiße, warum ist das nicht synchron, Digga? Boah, Alter. Boah, das schmeckt. Ich sag doch, die waren lecker. Den Bildschirm. Meine Putzfrau ist neben mir. Sie hält. Ja. Der Stream ist nicht synchron. Ja. Tu was! Ist was schön. Was? Ah, jetzt ist es, oder? Ah, Digga. Vorbereitung abgebrochen. Ich fliege nach Berlin zurück. Ja. Also für die Leute, die mich auch packen wollen, vielleicht von außerhalb. Ich werde nach Berlin wieder zurückfliegen, also. Damit ihr Bescheid wisst. Ich sag's auch jetzt offiziell. Mein Internet. Dodi denkt jetzt auch mittlerweile, der ist der Präsident von Kuba, ne? Ich bin jetzt zurück für die Leute, die mich packen wollen und so. Ich küsse dein Herz, Digga. Mach dein... Hey, Bro. Mach deine Streams auf TikTok, alles cool. Ach, Bruder, dich jagt doch niemand. Keiner will dich jagen. Ich küsse dein Herz. Ultras schreibt, Alter, wie frisst die Frau? Ja, ich weiß auch nicht. Ich dachte erstmal, das ist ein Mann neben dem, der da so schmatzt. Ey, das ist ja heftig, die Alte. Ist ja seine Putzfrau, was ist seine Putzfrau? Also wenn die so frisst, was meinst du, wenn die was anderes schmatzt? Und da geht die Luzi ab, Digga. Weil, schämst du dich nicht, ist mit deiner Freundin Yahmar. Also ist das jetzt deine Freundin oder deine Putzfrau, Mann? Hat uns verarscht oder was? Ja, egal. Jemkas Nemin. Wer? Ich
zieh dein Ding durch. Ja, ich werde meine Vorbereitung, ich habe die jetzt abgebrochen. Ich komme nicht dazu, einfach meinen Satz zu Ende zu reden, weil ich einfach auf den Chat gerade heute gucke. Normalerweise bin ich nicht so. Weil bei uns im Hausflur es gebrannt hat, in Berlin, Unbekannte haben etwas angezündet, das habe ich ja gestern schon gesagt, und ich bin verpflichtet, es zurückzufliegen und einfach nach meiner Familie zu schauen. Deswegen fliege ich nach Berlin zurück und breche meine Vorbereitung ab. Und bei 100.000 Likes werde ich gleich sagen, Zukunft sein wird AAA, ob nicht AAA, ob es eine andere Veranstaltung sein wird, Universum vielleicht, vielleicht auch nicht, vielleicht boxe ich auch nicht mehr, vielleicht gehe ich auch, mache ich MMA, ich weiß es nicht. Es hat sich heute in den letzten ein, zwei Tagen wieder etwas anderes ergeben. Deswegen, Leute, es ist sehr, 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 du kennst, da würde ich mit sehr vielen Stars unterwegs sein, mit denen ich alle vorher zu tun hatte, okay? Aber ich bin ich und Wallah, auch wenn ich morgen nur arabisches Brot und Öl esse, was ist mit dem? Dann juckt es mich nicht, weil ich weiß, wie es ist, wenn man nichts hat, und ich weiß, wie es ist, wenn man etwas hat. Mich juckt das nicht. Ich brauche nur Liebe. Du, die alle sind neidisch auf dich, Wallah. Triggert das nur mich so oder hört ihr das auch so, wie ich das höre auf den Kopfhörern, Digga? Alter! Ari hat gesagt, wie so ein Wildschwein. Aber okay. Ich weiß nicht mal wofür. Die Leute denken, vor meinem Haus steht ein Lamborghini. Ich schwöre auf meine Mutter, ich hatte schon mal Führerschein. Zwei Lamborghinis. Mhm. Ich schwöre dir, ich hatte schon mal Führerschein. Ich habe meinen Führerschein vor 2 Jahren verloren. Ich bin jeden Tag mit Bolt unterwegs. Leute, warum seid ihr so? Ich verstehe nicht, warum heute. Tipp doch auf mein Gesicht. Ich schwöre, man kriegt Aggression. Tipp doch, mach doch mal 100.000 Likes voll. Albus, ich küsse dein Herz. Mach mal bitte 100.000 Likes voll, ja? Geh doch raus, Mike. Dann geh doch raus. Oder kannst du Uhren klären? Nein. Ich will damit nichts zu tun haben, weil am Ende, ich mag es nicht gerne zu vermitteln, Leute, sage ich euch ehrlich. Nicht, weil ich nicht gönne oder so, sondern weil ich es ein paar Mal gemacht habe und es ist nach hinten losgegangen. Chefin, guten Appetit. Salam, Dudi. Grüße aus Berlin. 9.000 Likes bitte. Scheiß Schweinefleisch, morgen. Marcel, hey. Wien, was geht? Wollt ihr mich eigentlich verarschen, Digga? Ich mir ein paar Minuten das Schmatze angehört und er kommt nicht zum Punkt wegen irgendwelchen Likes und Tippen am Mann. Ey, ich werde hier leicht aggressiv gerade. Willst du mich verarschen, Digga? Ich möchte wirklich vor dir, dass keine schlechten Sachen mehr reingeschrieben werden. Ich will einfach einen sauberen Chat haben. Wie gesagt, Amar hat den Gürtel, da sind wir stehen geblieben. Amar hat den Gürtel Braunschweig gefahren, macht dann noch so ein lustiges Video und ist ja auch kein Problem, ist ja sein Content, kann er ja. Ja, das stimmt. Also, damit die Leute verstehen, als Amar den Gürtel weggesmoothed hat, hat er später dann den Gürtel wohl den Eigentümer zurückgebracht. Das ist natürlich der Chef von der AAA, das ist der Dino. Auch liebe Grüße an der Stelle. Er hat den Gürtel dann entgegengenommen, ja, weil der Amar, was soll er mit dem Gürtel? Er denkt sich, ich muss ja erstmal sowieso drum fighten, ich bringe ihn jetzt einmal zum Chef zurück. Ich wollte hier meine Tantana machen, habe ich gemacht. Jetzt hier, Dino, für dich. Wäre Dino halt nicht so ein guter Freund, auch von Amar, hätte er, glaube ich, den Gürtel auch denen nicht gegeben. Aber halt natürlich den Jungs zuliebe hat er das gemacht. Und das erwähnt der Dudi gerade jetzt hier, ne? Mitnehmen. Aber dann, wie der Veranstalter auch diesen Gürtel entgegennimmt, dass er dort mit ihm lacht, dass er den Gürtel auch im Büro einfach lässt und mir den Gürtel nicht mal schickt, ja, obwohl der eigentlich mir gehört, den ich gewonnen habe, dass ich mich bei ihm kontaktieren muss nach der Geschichte, ja. Mir wurde gesagt, ja, ihr habt auch falsche Absprachen. Ja gut, dass der Veranstalter da lacht und sitzt und den Gürtel entgegennimmt, das kann man denn jetzt nicht zum Nachteil sprechen. Was soll er denn machen? Soll er jetzt den Amar angreifen? Das geht ja auch nicht. Der ist ja sein Freund.
ja, man trennt aber Business und Freundschaft. So, er bringt ihn den Gürtel zurück, dies, das, er hat gelacht. So, für den Veranstalter ist das ja einfach nur Promo. Den ist ja jetzt, solange da jetzt nicht was Schwerwiegendes vorgefallen ist, wird er jetzt auch großartig da jetzt nicht viel sagen. Ne? So. Gehalten, dass ihr zu Sinanji in den Livestream geht. Ich meine, ich kann entscheiden, zu wem ich in den Livestream gehe oder nicht. So, das hat nichts mit der Veranstaltung zu tun. Und wenn ich meinen Gürtel präsentiere, dann präsentiere ich meinen Gürtel, den ich gewonnen habe. Das wurde aber mir gesagt, ne? Und das finde ich, wie gesagt, nicht korrekt. Ich Cloud Money sagt, was ist denn mit dem Kampf, den er Sinan versprochen hat? Ja, keine Ahnung. Da müssen wir abwarten. Jetzt ist das nächste Problem, dass Dudi ja jetzt auch sagt, er will auch gar nicht bei AAA kämpfen. Jetzt muss man halt wissen, wie kommt der Kampf denn überhaupt zustande? Bei welcher Veranstaltung soll das denn überhaupt laufen? Universum? Weiß ich nicht. Was gibt's denn da noch? Fame Fighting? Kann's vergessen. Da gibt's halt nicht mehr viel Auswahl. Hamid Limo vielleicht. Ja, aber auch Ahmad hat gesagt, aber das werden wir uns gleich reinziehen. Ahmad ist ja auch kein Esel. Ahmad hat natürlich auch ganz klar Sachen gesagt. Und diese Ansagen werden wir uns auch gleich reinziehen. Ne? Ich finde einfach, ich werde oder wurde und werde nicht genug wertgeschätzt. Und deswegen möchte ich in dieser Veranstaltung nicht mehr kämpfen. Ich werde trotzdem ich habe die Zusage gegen Ahmad. Ich werde gegen Ahmad im Ring kämpfen. Und ich bin auch schon mit ein, zwei Veranstaltungen auch schon am Verhandeln. Ja, das wird auch wahrscheinlich im Dezember oder im März erst sein. Ja, oh. Ja, das war's eigentlich. Welche Veranstaltung gibt's denn im Dezember? Also ich kenne eine Veranstaltung, die wahrscheinlich im Dezember sein wird. Da werde höchstwahrscheinlich vielleicht ich kämpfen sogar. Aber ich glaube nicht, dass Dudi da kämpfen wird. Also ich glaube nicht, dass das dieselbe Veranstaltung ist. Also ich kenne jetzt keine andere. Weiß ich nicht. Aber man muss auch an der Stelle sagen, es ist auch richtig unfair gegenüber Ahmad, dass er jetzt dann sagt, ich sag zu der Veranstaltung von AAA nein. Weil das sollte ja dort ausgetragen werden, um diesen AAA-Gürtel und hast nicht gesehen. Warum wird da jetzt die Veranstaltung gewechselt? Ja, was soll das? Ne, da ist das auch wieder dieser Move, Kopf aus der Schlinge ziehen. Ne? Also, wo kommen wir da hin? Nein, nicht Hamid Limo. Ihr könnt euch ja bestimmt schon denken. Also, könnt ihr euch bestimmt schon denken, aber ich habe mir jetzt eine Entscheidung getroffen, ich werde bei AAA keinen Kampf mehr machen. März ist zu spät. Also ja, Leute, ob es jetzt im März gegen Amar ist oder gegen jemand anderes, März ist wirklich spät, aber es gibt eine Veranstaltung im Dezember und es gibt eine Veranstaltung im März. Ja? Ihr wisst, es gibt nicht jedes Jahr Veranstaltungen, nicht jeden Monat Veranstaltungen. Und deswegen... Diese Veranstaltung wurde schon festgelegt, irgendwie bei AAA am 7. Dezember. Und dort werde ich nicht kämpfen. Nicht unter diesen Umständen, nicht. Ja, hier sagt er das natürlich nicht unter diesen Umständen. Hier erwähnt er es nochmal. Das kann natürlich ein psychischer Trick sein, um natürlich eine gewünschte höhere Summe rauszuholen. Das Ding ist, guck mal, Freunde. Auch wenn ich Beef mit Dudi so ein bisschen habe, ist jetzt auch okay, ist jetzt auch nicht die Welt. Ich sehe ihn jetzt auch nicht irgendwie als meinen großen Feind. Ich mag ihn ja irgendwo noch, ne? Ist ja alles schön und gut. Ich finde es auch okay, dass er mehr Geld verlangt und so. Das ist ja nicht das Thema, ne? Aber manche Menschen stellen sich halt selber größer, als sie sind. Ja, also das ist ja jetzt hier kein... Der Dudi ist jetzt hier kein Weltklasse-Promi, dass er hier diese Filme durchzieht und so viel Geld will, weil die, man darf ja nicht vergessen. Ja, ich erinnere mich an eine Veranstaltung in Essen, wo 10 TikToker gleichzeitig waren.
Also jeden TikToker, den ihr sagt, boah, der war damals der Größte, war dort. Ich nenne jetzt keine Namen. Wisst ihr, wie viele Leute da waren? 20 Leute. 20. Einige TikToker haben einen Höhenflug. Die denken, weil sie so ein bisschen fitner machen und weil sie so ein bisschen viral gehen, haben sie richtige Fans. Oder die sprechen von meiner Community. Was für Community, Dicker? Das sind einfach Leute, die Langeweile haben und sich ein bisschen zuschauen und sich belustigen. Das ist keine Community. Das sind keine Leute, die 10.000 Karten kaufen. Das ist das Problem. Die Leute denken, die kriegen dann 30, 40, 50.000 Euro Gage. Wie kriegt der Veranstalter denn dieses Geld wieder rein? Und selbst die letzte Veranstaltung von Dudi und Bösemann, selbst da hat man mich schon angerufen und gesagt, ey, das mit Dudi läuft nicht. Willst du nicht gegen Bösemann kämpfen? Damit natürlich die Zahlen hochgehen, dass die Verkäufe mehr hochgehen. Ich habe aber Nein gesagt. 2 Wochen vor dem Kampf, der Dudi kann froh sein, dass ich nicht gesagt habe, ja, okay, ich kämpfe. Der hätte gar nicht gekämpft. Hätte ich gegen Bösemann gekämpft. Ich und Mo Abdallah, wir haben Rudolf Weber Arena über 15.000 Karten verkauft. Erste Reihe war 700 Euro Karte. Das ist Community. Das ist Mutterficken. Ja, und selbst bei dem letzten Kampf, wo Dudi gegen Böse gekämpft hat, selbst da hat ja eigentlich Bösemann mehr die Leute gezogen. Er ist zwar ein Schwanzkopf, aber er hat eine kleine Community, die ich ihn natürlich ermöglicht habe und aufgebaut habe, bis er mir in den Rücken gestochen hat. Die Leute, die halten von sich selber immer zu viel. Mach, ich gönne, aber mach das in einen Rahmen, wo man das erklären kann. Du kannst halt nicht sagen, ich möchte 100.000 Gage und da kommen nur 5 Leute für dich und kaufen nur 5 Karten. Der Veranstalter macht 400 Euro Einnahme und du willst 100.000 Gage, 50.000 Gage? Ja, wo kommen wir da hin? Das heißt, man muss schon ein bisschen einen Ausgleich finden. Ich bin natürlich immer ein Freund davon, dass ein Künstler, ein Boxer oder wer auch immer mehr Geld kriegt. Ja, ich wünsche mir, dass Dudi mehr Geld kriegt. Ich wünsche mir, dass Amar noch mehr Geld kriegt. Aber das muss auch irgendwo verhandlungsmäßig stimmen. Die Veranstalter sind ja nicht doof. Die haben ja schon mal mit Dudi gekämpft. Die wissen doch ganz genau, dass er keine 20.000 Pay-Per-View verkauft hat. Man kann das doch ganz leicht ausrechnen. Man kann das ganz leicht ausrechnen. Der Dino sagt, hier, guck mal, letzter Kampf von dir und Bösemann. Sagen wir mal Beispiel, 5.000 Pay-Per-View wurden verkauft. 5.000. Was kostet ein Pay-Per-View? Wer hat das im Kopf? Wer hat das im Kopf von euch? Was kostet eine Pay-Per-View bei AAA? Ich habe das jetzt gerade nicht im Kopf. 15 Euro? Sag mal bitte 15, ne? Bitte guck mal, wenn nicht glauben, Samet, ich küsse nicht, sorry. Wirklich nur genau. Genaue Zahl. Sagen wir 15 Euro einfach? Okay. Rechnen wir bitte einer schnell. Sagen wir, die haben 5.000 Pay-Per-View verkauft für 15 Euro. Mach mal einer schnell bitte Rechnung. Euro? Sicher? Was redest du? 75.000, Digga, wollte schon sagen. Ich küsse dein Herz, Bruder. 7.500 Euro, was redest du, mein Bruder? 75.000. Okay. 75.000 Euro wurden eingenommen. Wie viele Kämpfer hatten wir bei der letzten Veranstaltung? Wie viele Kämpfer hatten wir? Abo Minimal sagt, 1-0 vergessen, meine Fresse. Ich nehm's dein Herz. Guck mal, 75.000 wurden eingenommen.
Was ja erstmal nicht schlecht ist. Ist okay. 75.000 Umsatz, super. Aber was hat der Veranstalter für Ausgaben? Das sind 10 Kämpfer. Und nehmen wir an, Dudi hat seine 20 gekriegt oder 10. Sein Gegner, böse, nimmt 20, sind schon 40. Dann sind da noch 5 bis 8 andere Kämpfer. 5.000 hier, 5.000. Meint ihr, das hat sich für den Veranstalter dann rentiert? So dass er dann jetzt die Gage hochschraubt? Ich weiß ja jetzt nicht, was die gekriegt haben. Das war jetzt nur so Beispiel. Ja? Dann müssen von den 75.000 Euro noch Steuern gezahlt werden. Das ist ja Einnahme. Also bei aller Liebe, der Veranstalter zahlt dir dieses gewünschte Geld nicht. Es sei denn, Dudi hat für seinen letzten Kampf 5 Mille gekriegt und jetzt sagt er, ich will 10. Ja, das ist okay. Also die Gagen, die der Sinan G, Onkel Sinan eingeführt hat, die kriegt nicht jeder. Die kriegt man nur, wenn man King ist und wenn man Boxen erfunden hat. Ja? Das stimmt nicht. Es muss nicht von den 75.000 versteuert werden. Warum muss von den 75.000 nichts versteuert werden, mein Bruder? Wie kommst du drauf? Das sind Einnahmen. Warum soll man das nicht versteuern? Wie viel waren es bei dir? Also meine Gage, die ich gekriegt habe und bei den Kämpfen davor gekriegt habe, das sind Gagen, die ein Dudi und auch andere niemals in ihr Leben kriegen würden. Guck mal jetzt hier weiter. Also guck mal, Freunde, das ist auch kein Front an Dudi. Aber er muss auch irgendwo realistisch bleiben. Also, und nochmal, wie gesagt, Freunde, diese 75.000 müssen definitiv versteuert werden. Das ist hier kein Spaß. Meint ihr, das Finanzamt lässt sich das Geld entgehen? Das sind alles Einnahmen. Natürlich wird das verrechnet von den Ausgaben, die der dann hat. Nein, 75.000 ist Umsatz. Da müssen ja die gegen abgezogen, ja, die Security abgezogen werden, wenn dann übrig ist, Gewinn. Ja, ja, klar. Ich sag ja, die Ausgaben werden ja auch noch. Mann, als ich damals Vorschuss bekommen habe, das ist auch nicht mein eigenes Geld. Ich muss davon auch Steuern zahlen. Obwohl das gar nicht mein eigenes Geld ist. So, weißt du, ich meine, natürlich hat man das dann minus Ausgaben und Büro und das und dies. Klar, das wird ja alles verrechnet. Ne, aber Steuern werden gezahlt. Wie und wann, wo, scheißegal. Aber es wird gezahlt. Der Staat guckt da nicht zu. Das ist jetzt hier nicht in Tasche kriegen. Ne? So wie ich behandelt werde. Also ich finde, ich werde nicht korrekt behandelt, sage ich euch ehrlich. Wie gesagt, ich werde bestimmt auch morgen oder übermorgen, keine Ahnung, Anrufe kriegen. Ja, du hast uns schlecht geredet oder so. Das habe ich aber auch den einen so gesagt. Das ist so, das habe ich auch so gesagt und so fühle ich mich auch. Ja, und jeder weiß, ich bin ein wirklich lieber Typ. Ich piss keinen ans Bein. Mit mir kann man reden. Ich denke nicht, ich wäre was Besseres oder ich will irgendwie jeden auf die Schnauze hauen oder sonst etwas, ja. Aber ich wurde einfach da nicht wertgeschätzt und ich habe irgendwie das Gefühl, so alle stecken da unter einer Decke, damit die ihre Veranstaltung. Ich meine, deswegen, schade, Wallah, schade. Und das auch jetzt hier mit Berlin und so, das bei meinem. Also er hat gesagt, er hat das Gefühl, dass alle unter eine Decke stecken. Also ich habe mit AAA eigentlich so gut wie nicht viel zu tun. Außer, dass die halt mehrmals von mir wollten, dass ich kämpfe. Die haben mir mehrmals gesagt, kämpf. So, wir gucken nach Kampf für dich. Das kam immer von denen. Die stecken auch mit niemandem unter einer Decke. Und das ist auch gar nicht von denen abgesprochen, was Amar gemacht hat. Also ich weiß nicht, was für eine Verschwörungstheorie er sich da zusammenreimt. Komplett falsch einfach. Das, also so viel kann ich sagen. Vater im Flur, dort was brennt und dies und das, Leute. Also ich sage euch ehrlich, so, ich hatte viel vorgehabt hier in Marbert, Content drehen, wir wollten Vorbereitung machen. Ich meine, ich... Bruder, nimm doch an! Ja. Ja. Salam alaikum, was quatschst du die ganze Zeit alleine so im Raum? Leute. Ach so, ich hab so ein bisschen meine Zuschauern geredet. Ich hab die zu. Okay, wir schauen uns mal ganz kurz das Video an, welches er meint, was da bei seinen
bei einem Veranstalter passiert ist, so mäßig, was ihm wohl gestört hat. So, Leute, wir sind hier im Stützpunkt von AAA. Unfassbar, wen haben wir hier? Ja, mein Bruder, ich bring dir das verlorene Schätzchen wieder zurück. Mit Blattgold. Bruder, wie geht's dir? Freut mich, dich zu sehen. So, Leute. Herzlich willkommen in Braunschweig. Headquarter AAA. Access All Artists, Fighting Series. Leute, jetzt ein Ehrenmann, er bringt den Gürtel zurück. Dahin, wo er hingehört. Und jetzt. Also mir scheint der Dino jetzt nicht irgendwie sich über Dudi lustig zu machen. Also nach Dudis Aussagen hat er irgendwo auch expliziter gesagt, dass er da lacht und sich das zusammengetan hat. Meines Erachtens nach sieht der Dino ganz normal aus und trägt auch ein bisschen Teil zu Promo zu, damit für Content, dass er da hinfährt, den Gürtel zurückbringt. Sieht jetzt nicht so aus, dass der Dino da sich hinter Dudis Rücken irgendwie sich verschworen hat mit jemandem. Also so kommt mir das nicht vor. Soll der Chef entscheiden, was damit passiert? Ich habe nur gezeigt, dass die Leute nicht so groß reden sollen. Genau. Amar, vielen Dank, Bruder, dass du das vorbeigebracht hast. Gern geschehen. Wir werden uns gut darum kümmern und wir sind sehr gespannt, wer will den Gürtel? Wer der nächste AAA Fighting Series Champion werden wird. Zumindest werden wir mit den Champions sich darum streiten. Das machen wir. Es wird richtig viel announced in den nächsten Tagen. Freut euch drauf und let's go. Ja, wie man hier einfach ganz klar erkennen kann, Dino ist ein richtig cooler Kerl. Der macht da einfach eine Ansage für die Veranstaltung. Das ist jetzt auch jetzt hier nicht so, dass der Dudi sich da verarscht fühlen muss. Was soll der Dino in dem Moment auch sagen? Wahrscheinlich ist er auch erstmal froh, dass der Gürtel zurück ist und dass er den auch dann den Dudi zurückgeben kann. Aber ist jetzt nicht so krass, wie Dudi das behauptet hat. Guten Morgen. Naja. So, kommen wir zu einer der Ansagen von Amar. Diego Santos sagt, Sinan, du hast uns angelogen. In 2 Wochen, ein Monat schon vorbei. Ich küsse dein Herz, du hast recht. Aber ich habe nicht gelogen. Es liegt einfach daran, dass ich immer so viel nebenbei zu tun habe. MMA-Kampf, das. Ich bin morgens los, dann so, Bruder, Schlafrhythmus, Schlafprobleme. Und ich muss einen Song fertig machen, ich muss einen Song schreiben, Bruder, der geht auch nicht 3 Minuten oder 2 Minuten, der geht so 4-5 Minuten. Und ich möchte halt auch die richtigen Worte finden. Ich lasse mir da ein bisschen Zeit. Aber der Song wird kommen und der wird euch auch sehr gefallen. Vertrau mir, mein Bruder. Hab Geduld, der Song wird kommen. Ja? Sinan. Und was hat der Mo Abdallah wieder für eine Welle hier gegen mich gemacht, Alter? Der soll mal nicht so groß reden. Ghetto Picasso sagt, ruf mal andere Leute um 6 Uhr morgens an. Mock ist einer der wenigen Leute, die die Ehre haben, dass ich ihn um 6 Uhr morgens anrufe. Und einfach plump frage, was machst du? Das ist so dicker, ich bin am Schlafen, verpiss dich, Junge. Scheiße. So, hören wir uns die Ansage von Amar in Richtung Dudian. Hashtag Käfer, was ist das? Was soll das sein? Ist das ein Käfer oder ist das Marienkäfer? Was ist das? Oder ist das so eine Schmero-Schmastzecke? Ist das eine Schmero-Schmastzecke? Ghetto Picasso sagt, das Management ist rund um die Uhr erreichbar. So ist das richtig, Morg, mein Bruderherz. Ja, ihr habt gesehen, das Video, was ich gestern gepostet habe, was nach ein paar Minuten schon über 20.000 Aufrufe hatte, hat das natürlich den kleinen Lügner Dude gestört. Direkt striken lassen oder melden, gemeldet oder wie man das nennt. Ich habe ja da drinnen nichts gemacht. Das heißt, er muss das selber gewesen sein oder einer seiner Community. Ist nicht schlimm, Habibi. Ist nicht schlimm. Die Leute, die es gesehen haben, reicht. Und wahrscheinlich wird auch heute von irgendjemandem schon darauf reagiert. Du kannst die Wahrheit nicht verstecken, ja? Deswegen, sag einfach an, was Sache ist. Ich werde das auch nicht nochmal neu hochladen, weil mir geht es hier nicht um Klicks, ja? Mir geht es um die Sache mit dir zu klären. Lass das auf der Straße klären. Komm, scheiß auf Veranstaltung, du hast recht. Du nährst mich langsam, lass uns das jetzt machen, dann brauchen wir auch kein Training, keine Vorbereitung. Lass knacken und komm ran, Junge. Okay? Kleine Dude. Kleine Dude. So, hier haben wir noch eine Ansage von Amar. Hier hatte er wohl gesagt, dass Dudi 1-2 Mal gelogen hätte oder so und hat dann natürlich hier diesbezüglich auch ein Video hochgeladen. Und jetzt sehen wir mal die andere Sicht wohl von Amars Handyaufnahme. Gucken wir uns das mal an jetzt hier. Wie alle mitbekommen haben, hat
Dodi das jetzt offiziell gemacht, dass er kämpfen will. Straße, Ring, MMA, Bärnackel. Ich habe alles angenommen, nehme ich alles an. Normalerweise wollte ich noch ein Zerstörungsstatement machen, weil wieder zu viel geredet und zu viel hin und her war. Aber wisst ihr was? Ich halte mich kurz, keinen Bock mehr auf Reden, ich will nur noch kämpfen. Aber diese zwei Punkte muss ich auf jeden Fall noch klarstellen, dass ich mit 10 Mann, die bewaffnet und mit Pfefferspray da waren und so, das werde ich einblenden. Ja, es wurde ja irgendwie gesagt von Dudi, der Ahmad ist mit 10 Mann gekommen. Es haben auch natürlich viele Leute mir geschrieben, Sinan, stimmt das? Waren da 10 Leute, das ist doch voll scheiße. Und ich habe ja auch gesagt, nee, das stimmt so nicht. Ne, das stimmt einfach nicht. Und ja, jetzt gucken wir mal. Und dass der geschworen wurde, dass der Kollege von nichts Bescheid wusste, werde ich auch einblenden. Plus sogar, dass der Kollege sogar bestätigt, dass mir nichts anderes übrig geblieben ist und er das als Mann genauso gemacht hätte. Ja, der Typ, der mit Dudi hier war, da hat der Dudi wohl gesagt, dass der Junge ja von nichts wusste und hin und her. Und das ist das, was Ahmad jetzt meint, dass er auch hier wohl gelogen haben soll. Ja, diese drei Punkte wollte ich noch einmal klarstellen und dann ist genug geredet. Solange von der anderen Seite nichts kommt, kommen auch keine Zerstörungsstatements von mir. Ja? Guckt es euch selber an. Die Antwort. Also das ist ein Mann plus Kameramann. Du gibst den Gürtel nicht ab. Wallah. Okay. Ihr habt ja nicht, das nicht gesehen. Und hat 4-5 Freunde dabei. Mit Schlagstocker, mit Pfefferspray, was sie wollt. Die hat man aber nicht gesehen. Hinter Hammer. Hä? Hä? Die hat man aber nicht gesehen, hinter Hammer. Ahoi, meine Piraten. Ganz kurz, ganz kurz, was hing denn hier? Was sie wollt, die hat man aber nicht gesehen, hinter Hammer. Moment. Die hat man aber nicht gesehen, hinter Hammer. Ist das nicht ein gutes altes Salamander-Gang-T-Shirt? Ah. Jetzt habt ihr auch zum ersten Mal, glaube ich, eine Sicht von meinem Büro. Wie man, wenn man reinkommt, hier ist noch ein Raum, da, hier ist ein riesen Wohnzimmer, hier links ist das Arbeitsraum von Marc, so mäßig, und wenn man nach rechts geht, ist dann noch die Toilette und ein anderer Raum. Alter, wer kann sich noch an die Salamander Gang Shirts erinnern? Also 2014, ey, das ist 10 Jahre her! Ey, wir haben vor 10 Jahren die Salamander Gang gegründet, quasi mit der Community damals. Also viele von euch sind wahrscheinlich jetzt neu da. Ganz früher hatte ich mit meiner Community so auf Facebook-Zeiten, leider viele von euch waren nicht da. Naja, da haben wir die Salamander Gang gemacht und jede Aktion, die ich früher gemacht habe, ich habe so viele Pranks auf Leute gemacht und so Faxen gemacht, das haben wir dann immer Salamander-Aktion genannt. Und ich habe sogar einen Song auf dem Album, der hieß Salamander und der ist mega krass. Mega krass und auch lustig. Und, ey, das ist ja echt das Jubiläum, Alter. 2024, 2014, Digga, was geht da ab? Aber Mois hat mich berühmt gemacht. Ja, aber okay. So. Damals haben wir schon Shirts und Gangs gehabt, dies, das. Ihr wisst Bescheid, Digga. Was da los? Komm, was da los? Ahoi, meine Piraten. Salam alaikum. Was geht ab, Jungs? So, hier ist die Sicht quasi von da. Hier ist die eine Person plus Kameramann. Also ist es nur einer. Also ich sehe jetzt auch keine Schlagstöcker so. So, seid ihr gleich? Ja. Der wird auch hier gegrüßt, der Freund. Platz auf, nimm dir mal einen Stuhl. Na, so, und da ist die eine Person und Kameramann. Also es sind nur zwei Leute, so genau wie das eigentlich auch gesagt worden ist. Ja? Was bleibt mir an sich übrig als das? Unlehnt Allah. Allah mich salamit da. Hättest du das nicht genauso gemacht an meiner Stelle? Allah. Aber ich seh verdammt gut aus von dieser Sicht eigentlich. Ja, siehst du, mein Bruder? So einfach ist das. Am Ende, wenn man die Geschichte hört, versteht man den Sinn dahinter. Ja? Deswegen. Ich dachte ganz ehrlich, es wird irgendwie gestimmt. Ich hab viel Pfefferspray mitgenommen. Ich hab alles mitgebracht. Also der Junge hat jetzt gesagt, ganz ehrlich, ich dachte, es wird gestimmt. Ich hab Pfefferspray mitgebracht. Ich sag's doch, ist egal, wer vorbereitet ist. Aber ich weiß nicht, was zwischen euch das Problem ist. Weil ich habe auch dann angefangen, vor einer Stunde mir zu sagen, ein, zwei Leute rufen mich an, die sagen... Ich bin dort alleine mit einem Freund. Mein Freund weiß von nix. Ich dachte ganz ehrlich, es wird irgendwie gestimmt. Ich hab hier Pfefferspray mitgenommen. Ich hab alles mitgenommen. Wir haben auch dann angefangen, vor einer Stunde mir zu sagen,
Ein, zwei Leute rufen mich an, die sagen: Mein Freund weiß von nix. Kleiner Dulli. Mal wieder gewinnt die Wahrheit. Ihr habt selber gesehen. Macht euch euer eigenes Bild. Ich hab keinen Bock auf Schwören. Ich hab keinen Bock auf Leute mit reinziehen. Ihr habt es selber gesehen. Von den Personen, die etwas behaupten, habt ihr jetzt das Gegenteil gesehen. Macht euch euer eigenes Bild, urteilt nicht so schnell und ab jetzt wird nur noch gekämpft. Prost. Ja. Hier wurden quasi die Lügen aufgedeckt. So ungefähr. Und ich bin gespannt, wie es da jetzt weitergeht. Also, welche Veranstaltungen, welche Kämpfe, ich weiß es nicht. Also, keine Ahnung.